Let's check it out. Seine Fotos wirken so, als ob sie aus einem Anatomie-Lehrbuch für Medizinstudenten stammen. Die Rede ist von Helmut Strebel, dem mittlerweile 52-jährigen Bodybuilder aus Österreich. Dass nicht nur die steirische Eiche das kleine Alpenland als Bodybuilding-Nation bekannt machte, beweist uns auch Helmut. Seine sportlichen Anfänge machte er im Mountainbiking. Danach fokussierte er sich zunehmend auf den Kraftsport. 1996 bestritt er seinen ersten Bodybuilding-Wettkampf. 2013 und 2014 wurde er dann World Champion im Natural Bodybuilding. Neben seinen Wettkämpfen wird Strebel oft als Model gebucht und ist vor allem auf Social Media durch ein ganz besonderes Merkmal bekannt: sein unglaublich niedriger Körperfettanteil. Für eine Körpergröße von 190 cm wiegt der Österreicher um die 90 kg und hält einen Körperfettanteil von ungefähr 4%. Diesen Körperfettanteil haben Bodybuilder normalerweise nur rund um einen Wettkampf. Strebel scheint das ganze Jahr über, beziehungsweise noch einmal verstärkt für Fotoshootings, diese unglaublich trockene Form zu halten. Ob das Ganze gesund ist, sei dahingestellt. Der Bodybuilder lebt für diesen Lifestyle und folgt dafür einen extrem strengen Ernährungs- und Trainingsplan. Montags trainiert er Rücken, Schultern, Waden und Bauch, dienstags Brust-Trizeps, Mittwoch Bizeps, Beinbeuge und Bauch, Donnerstag sind Quadrizeps und Waden an der Reihe, Freitag Po und Brust, am Samstag legt Helmut einen Pausentag ein und am Sonntag sind Rücken und Waden. Dazu gibt es pro Tag 6 Mahlzeiten mit perfekt abgezielter Nährstoffverteilung. Seine Philosophie ist, dass Bodybuilding und Fitness sein Leben sind. Auf seiner Seite ist folgendes Zitat zu lesen: "Ich bin bestrebt, erstklassiges Personal Training anzubieten und glaube, dass es wichtig ist, dass sie das Beste in sich investieren." Warum? Einfach, weil es keinen Zweifel gibt, dass Qualität lange nach dem Vergessen des Preises in Erinnerung bleibt. Do it! Come on, come on!